Ungültigen, Sini Lella aus Finnland und Gintaraneste Kaita aus Litauen. Sie sind beide über die 1,81 drüber, dann 1,83, da war Schluss. Also am Ende die Litauerin vorne mit übersprungenen 1,81 im ersten Versuch und die Finnin 1,81 in Versuch Nummer 3. Sie wird hier zweite, beste Deutsche, Jussi Graumann mit 1,78. Das übersprang sie im ersten Versuch. Achso, Anne Klepsch, ja, die haben wir natürlich vergessen. Auch sie im ersten Versuch, klar, über 1,78. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Kein Fehlversuch für Anne Klepsch. Ja, Dietmar Junard hat im Interview hier vor der Gala ja versprochen, dass dieser Weitsprung-Wettkampf zwei Ungültige bei 5,10 hat. Und auf den letzten, den hat er sich mitgenommen zu den 5,15. Und auch da hilft Mannheim natürlich gleich, wenn der Athlet vom LAZ Salamander Convestheim Ludwigsburg sich jetzt bereit macht. Ja, da steht er. Auf geht's, Mannheim. Bleibt weiter im Rennen um Rieti. Klasse. Alles richtig gemacht beim Stabhochsprung-Poker. So, und wir halten die Stimmung hoch und schauen auf die Bahn. 100 Meter Hürden der Frauen. Einen Lauf sehen wir hochkarätig besetzt. Auf der Bahn 1 aus Nord. Siegerehrung. Und das war noch nicht der letzte Einlagelauf hier unserer Nachwuchsathleten, die U14, darf dann nochmal über die 60 Meter Hürden ran. Marian Reichert, 5,20 Meter. Neue persönliche Bestleistung und da verabschiedet er sich auch von der Mütze und vom Stirnband und von sonstigen Kopfbedeckungen. Die braucht sie jetzt nicht mehr. Jetzt ist er über 5,20, so hoch ist er in seinem Leben noch nie gesprungen. Und das auch gleich noch im ersten. Marian Reichert springt sich damit in Führung. Mal schauen, was die Konkurrenz dazu sagt. Oleg Zernikel, der darf jetzt gleich nachlegen. Und macht sich bereit, aber Gregor hat noch kurz was. Ja, das ist mittlerweile selten geworden, aber auch das gibt's noch. Hier nochmal. Gestern war das so ein Test, ja, unter verhaltener Hand und jetzt sieht das schon viel besser aus. Auch Robert Polkowski, Bastian Heber gewechselt. Der wechselt jetzt auf Maximilian Ruth. Die beiden deutschen Teams super mit dabei. Till Helwig außen, letzter Wechsel. Okay, da müssen wir noch mal ein bisschen trainieren bis Rieti. Entsprechend jetzt Großbritannien mit Roy Ajay Kuku. Sie entscheiden diesen zweiten Lauf hier für sich. Ja, haben gestern schon die Nase vorne gehabt, die Briten. Hoffentlich gibt das nicht zu viel Hochwasser dann entsprechend für die Herren aus Großbritannien. Zweimal Deutschland geschlagen, jetzt hier auf heimischem Grund. Ja, fühlt sich natürlich dann gut an für Rieti. Also, die deutschen Jungs müssen nochmal zurück auf die Schulbank, nochmal ein bisschen Staffelübergabe trainieren und dann klappt das sicher auch in Rieti. Die deutschen Staffelteams ja eigentlich immer eine sichere Bank.
I want to give you a short update on the men's pole vaults. We are at 5.20 meters right now. Two athletes who already passed this height, that's Marian Reichert and Oleg Czernikow from Germany. Axel Chapelle from France, he won't jump at this height. He continues at 5.25 meters, which will be the new jumping height after 5.20 meters. And Lukas Wirth from Austria, as well as Lukas Alanzi from Germany, they are now in the second round, in the second attempt at 5.20. And next jump is Lukas Wirth from Austria. Lukas Wirth jetzt also aus Österreich mit 5.20 meters. Wir sind im zweiten Durchgang bei dieser Höhe, nachdem Lukas Alanzi zum zweiten Mal leider gerissen hat. Er muss also in den dritten letzten Versuch. Lukas Wirth hat jetzt noch die Chance, die 5.20 im zweiten zu packen. Natürlich mit gewohnt guter Mannheimer Unterstützung. Internationale Bauhaus Junioren Gala und entsprechend helfen wir natürlich auch unseren Gästen, unseren Freunden aus den Nationen, die hier mit dabei sind. 23 sind sie ja insgesamt und Daniel Gardner aus Großbritannien steht jetzt bereit bei 5.20 meters. Zweiter Versuch für den Briten. Nicht ganz. Auch bei ihm jetzt der zweite Ungültige bei 5.20 meters. Also mit drei Jungs müssen wir gleich zittern. Mit Lukas Wirth aus Österreich, mit Lukas Alanzi vom LAZ Zweibrücken und mit Daniel Gardner aus Großbritannien. Ja, auf der Bahn stellen sich die weiblichen 4x100 Meter Staffeln auf. Und jetzt vorbei 100 Meters Relay. Next on the track. Und gestern gab es einen Lauf, da an dem hat die deutsche Staffel nicht teilgenommen. Mit dem Erfolg, dass sie ihre europäische Jahresbestzeit losgeworden sind, haben sie verloren an Großbritannien. 44:45. Ja, jetzt ist die deutsche Staffel wieder mit dabei. Und dann sind wir mal gespannt, was das Quartett hier zeigt. Das ist die Startaufstellung. Auf der Bahn 1 das Quartett aus Neuseeland. Auf der 2 unsere Gäste aus Österreich. Dann sehen wir die europäischen Jahresschnellsten auf der Bahn 3 Großbritannien. Und daneben auf der Bahn 4 Deutschland. Gestern den nationalen Rekord eingestellt. Die 4x100 Meter Staffel aus der Schweiz auf Bahn 5. Und mit dabei auf der Bahn 6 das Quartett aus Belgien. On your mark. So, auf den Bahnen 3 und 4, interessant, das ist Großbritannien gegen Deutschland, oder mischt sich noch eine andere Staffel mit ein?
Alexandra Burkhardt jetzt für Deutschland. Gestern schon mit großem Programm, Hürden und 100 Meter. Ja. Jetzt die schnellste Deutsche am Schluss, Annalena Frese für Großbritannien. Denise Henry. Denise Henry, Annalena Frese, Denise Henry ist vorne und 44, 38. Wenn das bestätigt wird, haben wir eine neue europäische Jahresbestzeit. New European Leading for Great Britain. Neue europäische Jahresbestzeit. Dritter Versuch, Lukas Alanzi jetzt bei 5,20 Metern. Wir brauchen volle Mannheimer-Unterstützung. Also auf geht's, liebe Leichtathletik-Freunde. Ah, das ist noch nicht volle Lautstärke, da geht viel mehr. Ja, wunderbar. Schade, heute nicht. Lukas Alanzi, mit großem Applaus verabschieden wir ihn. 5,15 Meter hat der Athlet vom LAZ Zweibrücken heute hier übersprungen. Da muss er jetzt zittern. Das wird wirklich eine interessante Nominierungssitzung, was den Stabhochsprung anbelangt. Ja, und drüben auf der Gegengeraden, da beginnt der Weitsprung der U20, mit dabei der, ja, können wir ruhig sagen, der neue Shootingstar der deutschen Weitsprungszene, Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz. 6,61 schon in diesem Jahr und mit ein bisschen zu viel Rückenwind sogar schon 6,80, also die ist offensichtlich richtig gut drauf. Hat hier eröffnet mit 6,12 Meter. Also um die Nominierung muss sie sich wohl wenig Gedanken machen. 6,20 sind gefordert, 6,61 hat sie in diesem Jahr, genau wie Maris Luzzolo, die schon 6,30 gesprungen ist, auch sie mit der Norm, und Annika Gerz mit 6,28 auch drüber, und noch eine, Julia Gerter, 6,22 und Saskia Kossmann 6,21, also da ist eine Menge. Den Weitsprung, aber wir schauen erst auf den Stabhochsprung. Ja, auch hier jetzt nochmal, so wie gerade schon bei Lukas, nochmal für den anderen Lukas bitte die Unterstützung geben. Lukas Wirth aus Österreich, bei 5,20, auch bei ihm ist es der dritte, letzte Versuch. Heute nicht, aber er verabschiedet sich mit neuer persönlicher Bestleistung aus Mannheim. 5,15 Meter, Lukas Wirth aus Österreich. Und wir bitten folgende Damen und Herren zum Siegerehrungspodest: Vivian Schuschlik, Luisa Neumann, Lara Hört, Juliane Keitel, Steffen Graffe, Jeremiah Kasteleiner, Jona Thelen und Marvin Bruchhausen. Diese vier Jungs und vier Mädels bitte zum Siegerehrungspodest. Ja, und
gleich ein guter Beginn im Weitsprung für Maris Luzzolo, die Frankfurterin, 6,34 Meter. Also, das geht gut los, da drüben auf der Gegengeraden. Daniel Gardner, 5,20 waren ihm heute zu hoch. Auch er mit 5 Metern. Nein, stimmt nicht. Nicht mit 5,15. Er hat die ja ausgelassen. Also mit 5,10 Metern verabschiedet sich der Brite von uns. Und dementsprechend geht es jetzt weiter bei 5,25 Metern. Und drei Jungs sind noch übrig. Axel Chapelle aus Frankreich, Oleg Zernickel vom ASV Landau und Marian Reichert vom LAZ Salamander von Westheim Ludwigsburg. Till tomorrow morning happens, we pledge allegiance to the DJ. Put your hands up, and we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our. You see me looking at you from that bar right over there. 5,25 Meter liegen auf, das wäre deutsche Jahresbestleistung in der U20. Marian Reichert, der versucht sich jetzt als erster dran und fordert Unterstützung. Persönliche Bestleistung, schon gesprungen mit 5,20 Metern und er ist schon gut drauf heute. Nur im ersten, da hat es noch nicht geklappt. Und dann nutzen wir die kurze Pause beim Stabhochsprung, die wirklich wahrscheinlich nur sehr kurz ist, für die Siegerehrung. Die wird vorgenommen von Herrn Georg Sahnen, verantwortlich für das Stadtmarketing in Mannheim. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Und wir freuen uns auf die Siegerehrung 4x75 Meter der männlichen und der weiblichen Jugend. Zunächst die weibliche Jugend und da hat gewonnen in 39,49 Sekunden der TV Reisen mit Vivien Suschlik, Luisa Neumann, Lara Hört und Juliane Keitel. Und zu den erfolgreichen Damen gesellen sich Steffen Grappe, Jonah Thelen, Jeremiah Kasteleiner und Marvin Bruchhausen. Das ist das Quartett vom USC Mainz. Herzlichen Glückwunsch. Oleg Zernickel, 5,25 Meter, der erste Versuch für den Athleten Asla aus Landau. Und wo ist Mannheim? Ja, komm, lass uns hören, super.
noch nicht im ersten und das bringt uns zurück auf die Laufbahn. Und da haben wir vorher im ersten Lauf schon beim Einlagewettbewerb der Männer über 110 Meter Hürden viel Spaß gehabt, neue deutsche Jahresbestleistung gesehen und im Moment im Sprint nähert sich das Eichhörnchen im Sinne der Athleten ja relativ mühsam. Hundertstelweise geht es Richtung WM-Norm. 4 Hundertstel fehlen uns jetzt noch bei unseren Hürdensprintern und vielleicht klappt es ja jetzt. Der zweite Lauf also jetzt mit folgenden Athleten nochmal. Der vierte U20 WM ist mit dabei, 13,30 Sekunden über die niedrigen Hürden bringt er mit. 4 gelaufen, aber genau auf dieser Bahn letztes Jahr in Mannheim. Aus Großbritannien, James Gladman. Mit dabei auf Bahn 3 aus Schweden, der siebte der Europameisterschaften 2012, Philipp Nosmi. 13,49 Sekunden im Vorlauf und er hat mir nochmal kurz verraten, er ist heute gut drauf, er weiß das, der deutsche Meister von 2011. Von der LG Offenburg, Matthias Bühler. Und auch der Mann auf Bahn 5 ist immer gut für schnelle Zeiten. Er kämpft sich immer durch den Hürdenwald, eine wahre Pracht ihm zuzuschauen. Vom Hamburger SV, Helge Schwarzer. Das ist der erste von 2 Läufen, die zweite Auflage jetzt also über die 10 Hürden, 110 Meter der Männer. Ganz kurzes, kleines Update zum Stabhochsprung 5,25 für alle drei Athleten, auch für den Franzosen, im ersten Versuch noch zu hoch. Grüne Karte für diesen Hürdenlauf, also wir versuchen es nochmal von vorne. James Gladman, Philipp Nosmi, Matthias Bühler und Helge Schwarzer. Jetzt sind die Jungs aus den Blöcken. Der Schwede kam diesmal am besten raus. Matthias Bühler zieht sich ran an ihn und vorbei. Helge Schwarzer ist noch stark drauf, aber schaut euch das hinten raus. Ah, Matthias Bühler, der ist stark drauf aktuell, aber 13,58. Leider nicht so stark wie im ersten. Marian Reichert, wir müssen direkt rüber wechseln, wollen das natürlich nicht verpassen. Zweiter Versuch jetzt im Stabhochsprung bei 5,25. Auf geht's Mannheim! Gibt da Diskussionen, vielleicht haben es einige von Ihnen mitbekommen, da hat irgendwas gepiepst vorne am Start in der Fertigposition. Das ist natürlich suboptimal. Also wir setzen diesen Lauf mal in Klammern, müssen mal sehen, was die Verantwortlichen draus machen. Been so kind, but now they brought you.
Und ich glaube, wir haben die Chance noch, bevor es dann zum zweiten Lauf der Männer geht, zurückzugucken zu unserem Stabartisten Oleg Czernikel. 5,25 Meter, die Uhr läuft für ihn. Irgendwas da nicht ganz optimal mit der Haftung am Stab. So. Jetzt ist er zufrieden. Und jetzt kann es auch für uns losgehen. Mannheim, lass was hören.